Hallo, heute geht es um die quadratische Ergänzung. Die quadratische Ergänzung braucht man bei der Extremwertbestimmung quadratischer Terme. So, kurze Wiederholung, wie funktioniert das? Wir haben bisher kennengelernt die sogenannte Scheitelform. Aus der kann man den Extremwert sofort auslesen, nämlich wir haben hier den Öffnungsfaktor a. Der gibt uns an, ob wir ein Maximum oder ein Minimum haben. Hier heißt es a größer 0 ist ein Minimum und wenn a kleiner ist als 0, haben wir ein Maximum. Aus der Klammer erhalten wir den x-Wert, also für welche x-Werte ist dieser Extremwert vorhanden. Und hinten dran den summanden ys gibt uns einfach den maximalen bzw. minimalen Termwert aus. So, quadratische Terme werden jetzt aber nicht nur mithilfe der Scheitelform dargestellt, sondern es gibt auch die sogenannte Normalform. Die hat die Form tx ist gleich a mal x² plus bx plus c. Kann man sich das mit Zahlen vorstellen, also einfach 5 mal x² minus 15x plus 20. Dieses a, b und c sind also wieder irgendwelche Zahlen. Ja, beliebige Zahlen. So, vergleichen wir mal, ob wir aus dieser anderen Form auch sofort den Extremwert auslesen können. Was auffällt, in beiden Formen ist der Faktor a mit drin, also das ist tatsächlich auch wieder der Öffnungsfaktor, aus dem wir das Maximum bzw. Minimum sofort bestimmen können. Allerdings fällt was anderes auf, nämlich dieses xs und dieses ys ist hier unten nicht vorhanden. Stattdessen haben wir b und c. Das ist nicht das gleiche. Also wie können wir hier unten jetzt diesen x-Wert und diesen Termwert auslesen? Bevor wir damit anfangen, reduzieren wir die Schwierigkeit ein bisschen, indem wir einfach sagen, der Öffnungsfaktor a soll mal 1 sein. Das sieht nun wie folgt aus, 1 mal Klammer auf x minus xs in Klammern zum Quadrat plus ys und hier unten 1 mal x Quadrat plus bx plus c. So, und den Faktor 1, also 1 mal, können wir mathematisch verkürzt schreiben, indem wir ihn einfach weglassen. Also um diese Form soll es jetzt mal gehen. Die Idee dahinter ist jetzt, wir können doch versuchen, diese Normalform in die Scheitelform umzuwandeln. Dafür analysieren wir jetzt mal kurz die Scheitelform, aus was besteht die überhaupt? Aus zwei Teilen, hier haben wir eine große Klammer mit einem Quadrat drüber, das ist also nichts anderes als eine binomische Formel. Und hinten dran haben wir einfach noch einen Summanden, ja, für Öffnungsfaktor a gleich 1. So, nochmal rekapitulieren, wir wollen von der Normalform in die Scheitelform, Öffnungsfaktor a ist gleich 1. Wahrscheinlich muss man irgendwo die binomische Formel ansetzen und da kriegen wir hinten noch irgendwie einen Summanden raus. Das erklären wir jetzt am besten an einem Beispiel, nämlich ich nehme den Term x² plus 10x plus 15. So, überlegen wir mal, ob wir die binomische Formel hier schon irgendwie ansetzen können. Das sehen wir aber sofort, ja, diese 15 stört irgendwie, die passt mit dem Zwischenteil hier nicht zusammen. So, jetzt kommt der Name ins Spiel, quadratische Ergänzung. Denn es heißt einfach, wir ergänzen die ersten beiden Summanden zu einer binomischen Formel. Das geht ganz leicht. Ich schreibe einfach die drei Summanden nochmal auf. Dann habe ich x² plus 10x, das sind die ersten beiden, und die plus 15, die habe ich mal ganz nach rechts geschoben, weil ich die momentan nicht brauche. So, ich soll zu einer binomischen Formel ergänzen. Da kann ich mir als Tipp oder als Sicherheit einfach mal die binomische Formel drunter schreiben und dann kann ich schon sehen, wie die Zuordnung aussieht. Ja, also a² plus 2 mal a mal b plus b², das wäre die erste binomische Formel. Dieses x entspricht also diesem a und diese 10x entsprechen den 2 mal a mal b und dieses b², sehen wir noch, das fehlt noch, das müssen wir jetzt ergänzen. Also wir müssen herausfinden, was verbirgt sich hinter dem b. Ja, das können wir hier über den Zwischenteil erledigen, nämlich heißt es 2 mal a mal b, wir wissen, a ist das wird dem x zugeordnet, also muss 2 mal b diesen 10 hier entsprechen. Ja, wie kann ich das aufdröseln? Nämlich wie folgt, 2 mal x mal 5. Überlege rückwärts, 2 mal 5 sind 10, passt, und dann noch das x dazu, ist also genau der Term 10x. So, und jetzt sehe ich sofort, was entspricht diesem Faktor b? Hier ja natürlich die 5. Muss ich jetzt diesen Teil noch ergänzen, plus 5 Quadrat. So, jetzt habe ich hier eine vollständige binomische Formel dastehen. Nämlich x Quadrat plus 2 mal x mal 5 plus 5 Quadrat.
Das Problem, das jetzt dabei entsteht, ist, dass ich den Termwert erhöht habe. Ja, ich habe einfach plus 5 Quadrat dazugerechnet, obwohl ich sage, der ist gleich mit dem oberen Teil. So, damit diese Gleichheit gilt, muss ich jetzt einen zweiten Trick anwenden. Nämlich, ich ziehe diesen ergänzten Term sofort wieder ab. Ja, also ich schreibe einfach wieder den minus 5 Quadrat. Jetzt habe ich tatsächlich wieder einen gleichen Term zu dem hier oben. Ich kann es ja mal schnell durchrechnen. X Quadrat ist gleich 2 mal 5 mal x sind die 10x. 5 Quadrat minus 5 Quadrat, das gibt 0 und fällt damit raus. Und hier hinten plus 15 sind diese 15. Ja, also der Termwert ist wieder identisch. Und hier habe ich allerdings jetzt eine binomische Formel bestehen. So, jetzt geht es recht leicht weiter, nämlich wandle die binomische Formel um. Ja, ich nehme jetzt diesen Teil hier, das ist meine binomische Formel, da weiß ich, wie ich die umwandle, das habe ich schon kennengelernt, nämlich zu x plus 5 in Klammern zum Quadrat und hier ist es noch weiter, der Rest bleibt. Also das da wird einfach abgeschrieben. So, der letzte Schritt oder die letzten Schritte sind jetzt nicht mehr schwer, nämlich fasse den Rest zusammen. Das kann ich jetzt sehr leicht ausrechnen. 5 Quadrat sind 25, also minus 25 plus 15 sind minus 10. Dann folgt der Term x plus 5 in Klammern zum Quadrat minus 10. So, wenn ich das jetzt mit meiner Scheitelform hier oben vergleiche, dann fällt auf, ich habe mein x minus xs in Klammern zum Quadrat, das ist das hier, minus 10, das ist der hintere Teil. Also die Scheitelform ist komplett, ich kann sofort wieder meinen Extremwert ablesen, nämlich wir haben ein Minimum, weil ich habe hier vorgegeben, a ist 1, also positiv, für x ist gleich 10, ja, das ist der Teil hier, für x gleich minus 5, haben wir auch schon gelernt, wie man das abliest, im Prinzip das Vorzeichen umdrehen. Und damit habe ich mit Hilfe der quadratischen Ergänzung die Normalform in die Scheitelform umgewandelt und kann jetzt dementsprechend den Extremwert ablesen. So, drückt jetzt bitte auf Pause, schreibt dieses Bild ab in euer Merkheft und lernt es bis zur nächsten Stunde.